Jetzt ist es aber endlich dann Zeit, dass man den Film im Herz sagen kann. Auf das freue ich mich eigentlich am meisten jetzt in Patagonien. Und auch darauf, wie die Leute reagieren und ob sie das Gefühl haben, wir haben ihr Dorf da unten und das, was passiert, ist richtig erzählt. Ich meine, es ist jetzt das fünfte Mal, dass ich da unten bin. Und da entstehen natürlich Freundschaften, da lernt man das alles kennen da unten und wächst so richtig ein in das kleine Dorf von Altschaltern. Von dem her freut es mich jetzt einfach, dass ich da unten bin und ihnen den Film zeigen kann und sagen kann, was wir da die letzten paar Jahre einfach gemacht haben. Mir war klar, dass ich irgendwo über meine Grenzen aussteigen muss. Das war der Punkt, wo bei mir aus einem Sportkletterer Alpinist geworden ist. Ja, es ist natürlich immer lässig, wenn man merkt, dass das Publikum sich auf den Film einlässt und wirklich so reinfindet in den Film und voll mitgeht und das dann auch zeigt. Die Geschichte ist, glaube ich, einfach einzigartig und erzählenswert. Und andererseits aber, glaube ich, kann sich auch jeder von dem Film wirklich was mitnehmen, weil man einfach merkt, was für die Besteigung von so einem Berg wie Torre einfach auch für Haltung und für Einstellung dazugehört.